Also ich habe mich schon gefreut über den Mauerfall. Ich gedacht, jetzt kann man endlich mal die Verwandtschaft besuchen, die Bekanntschaft besuchen. Man kann Freunde haben, ohne dass man sich dafür ängstigen muss. Ich meine, war ja vorher schon locker. Unsere Westfreunde hatten uns ja auch schon zu DDR-Zeiten besucht. Das hatte sich ja alles etwas gelockert. Ne? Und aber dachte ich, da kann man mal fahren, da sieht man mal den Rest. Das ist natürlich komisch. Man wächst mit dem Geschichtsbewusstsein auf. Es gab mal Deutschland, da ist jetzt eine Linie durch. Und den Rest kennt man nur von Bildern. War schon komisch. Ja. Und da mich gefreut. Also ich habe mich einfach gefreut auf neue Kontakte. Ich war neugierig. Und ich habe mich gefreut, dass sich in der DDR was bewegt hat. Dass sich endlich was bewegt hat. Dass da was im Gange war. Dass man miteinander reden konnte. Dass es so ein Für und Wider gab. Und das hat mich total gefreut. Und ja, das war die lebendigste Zeit überhaupt. War die Zeit vom Mauerfall bis zur Wiedervereinigung. Das war so eine tolle Zeit. Das war der Zeitraum, wo alles möglich war. Zumindest in unseren Köpfen, in unseren Herzen und in unserem Willen. Also ich spreche aber auch für mich, aber ich kenne andere, denen es genauso ging. Ja. Alles war möglich. Und das war toll. Wir waren high. Wir waren im Flow 24 Stunden. Das war toll. Und man hatte den Eindruck, dass sich vor allem in der Kulturbranche doch einige Westdeutsche interessiert haben. Es kamen viele in die Kulturakademie. Wir hatten nur diesen Kulturnamen davor, da haben die natürlich auch gesucht. Wir hatten viele Leute da, wir hatten tolle Gespräche. Wir hatten natürlich auch ich habe sowohl als auch erlebt, als auch diese flapsigen Leute. Ne? Wir gehen da mal rüber, wir bringen euch mal was, wir zeigen euch mal, was Kultur ist. Und ich gedacht habe, hallo, wir essen auch mit Messer und Gabel. Und ich habe beides erlebt. Aber da gab es auch richtig tolle Begegnungen und Einladungen. Ich hatte da mit meinem Mann auch eine Ausstellung mit Fotografie und Lyrik in West-Berlin. Also es gab einen tollen Austausch, es gab Kontakte. Man hatte so das Gefühl, es gab Leute, die sich auch für uns interessieren. Ja. Es gab Umbrüche auf Arbeit, die Umstrukturierung der Kulturakademie. So etwas werde ich nie wieder erleben. Neue Arbeitsfelder haben sich aufgetan. Natürlich sind noch etliche weggebrochen, klar. Auch das habe ich ziemlich schnell gesehen. Und ich habe auch ziemlich schnell den Konsum gesehen. Die Händler kamen alle rüber, die Märkte gingen los und alles rannte auf die Märkte und kaufte und kaufte und kaufte und kaufte. Und das Gesparte kam ins neue Auto. Ich meine, wer hier ein Auto hatte, konnte es auch irgendwo verstehen. Das ist so wahr, ja. Aber es wurde... Also ganz schnell habe ich gemerkt, dass der Konsum überdimensional wichtig war. Also für mich war nicht so wichtig. Es war schön, dass es manches gab, was es früher nicht gab. Ja, es war schön. Aber es verschwanden die Ostprodukte aus den Läden. Und die waren nicht alle schlecht. Mm-mm. Ich hätte es schon gerne nebeneinander gehabt. So. Ne? Und diese Vielfalt, dieses Überangebot, das macht mich heute noch hilflos in den Läden. Das hat es mich damals schon gemacht, das macht mich heute noch. Wozu, frage ich mich, wozu? Wozu dieses Überangebot? Ja, und dann wird es weggeschmissen. Also das ist was mich zutiefst entsetzt immer noch.